Real oder Fake? Wer bestimmt eigentlich dein Denken? Und wie können wir sicher gehen, ob veröffentlichte Informationen der Realität entsprechen? Mandela-Effekt und rückläufiger Merkur, eine interessante Kombination. Herzlich willkommen bei einem neuen Video, diesmal über den rückläufigen Merkur. Und nicht nur das, sondern wir sehen uns an, wie leicht unser Gehirn auszutricksen ist, wer deine Gedanken bestimmt oder mitbestimmt und wie du dein Denken wieder mehr für deine Interessen und für dein Leben einsetzen kannst. Es ist so, dass derzeit der Merkur rückläufig ist. Die grundsätzlichen Informationen im Zeitraum des rückläufigen Merkur werden dir vielleicht schon bekannt sein, wie zum Beispiel keine wichtigen Verträge abzuschließen in dieser Zeit, nicht unbedingt technische Geräte kaufen, wenn nicht unbedingt nötig. Manchmal geht es nicht anders. Merkur ist 3 bis 4 Mal rückläufig innerhalb eines Jahres. Und wenn man sich aber richten kann, zeitlich, dann würde man eben diese Dinge in diesem Zeitraum vermeiden. Merkur ist rückläufig vom 23. August bis 15. September. Und der rückläufige Merkur hat aber auch positive Eigenschaften, beziehungsweise jede Zeitqualität trägt eine bestimmte Schwingung mit. Und diese gilt es zu nutzen. Also in Resonanz mit dieser Schwingung zu gehen, wäre angewandte Astrologie, um mitzuschwingen, um den größten Nutzen erzielen zu können, indem man eben mit der Zeit geht. In diesem Video erwarten dich interessante Informationen über Gedanken, über Denken. Weiter sehen wir uns den Mandela-Effekt an. Was ist das und wie können wir dieses Bewusstsein nutzen? Aus der mundanen Astrologie, wie nutzen wir den jetzt rückläufigen Merkur, diese Zeitspanne? Und wir sehen uns auch an, wo in welchem Lebensbereich dieser rückläufige Merkur einen Einfluss auf dein Horoskop hat und was du berücksichtigen kannst, wenn du mit dieser Zeit mitschwingen möchtest. Weiters gibt es ein Gewinnspiel heute wieder und einen ganz kurzen Blick in die Astrogeografie in Bezug auf Merkur. Daher starten wir gleich los. Rückläufiger Merkur in diesem angegebenen Zeitraum besagt, dass man Informationen nochmal überdenkt. Merkur ist das Denken, das sind deine Interessen, deine Art der Kommunikation, dein Ausdruck. Und wenn Merkur rückläufig ist, ist es eine wunderbare Möglichkeit, sich dem nochmal zu widmen, sich zu überlegen, wie möchte man sich ausdrücken, zum Ausdruck bringen. Gibt es etwas, das man noch aussprechen möchte? Gibt es Pläne, die man nochmal überarbeiten möchte? Ziele, die du hast? Nochmal in dich zu gehen, das mal für dich gut zu überdenken. Und wir bekommen eine Information vom Merkur, wie er jetzt steht im Horoskop. Das heißt, Merkur ist im Zeichen Jungfrau, wird auch in diesem Bereich rückläufig, genau genommen zwischen 21 oder fast 22 Grad bis zurück auf 8 Grad. So verläuft der Merkur. Wir sehen uns die Aspekte an, die er in diesem Zeitraum macht. Am Start, am 23.08. ist Merkur, indem er rückläufig wird, in Verbindung fast schon zu Neptun und zu Uranus. Und das gibt uns einen Hinweis darauf, dass sich das Denken verändert, denn Merkur läuft zurück, dreht dann wieder um, geht nach vor und macht diesen Aspekt dann nochmal exakt. Das wird dann im September stattfinden und nimmt aber diese Energie jetzt in der Rückläufigkeit mit. Was bedeutet das für uns? Merkur ist das Denken, gerade Merkur in Jungfrau ist das analytische Denken, Informationen zu recherchieren, Informationen einzuholen, Gedanken zu überprüfen. Und das nicht nur in der analytischen Art und Weise, sondern was jetzt immer mehr wird, ist Merkur-Neptun, auch die Wahrnehmung, die erweiterte Wahrnehmung, das Fühlen, das gefühlte Denken mit einzubauen. Wir haben sehr viele Ebenen der Wahrnehmung. Unsere Sinne nehmen sehr viel wahr und diese Reize gelangen ins Gehirn. Es muss aber da eine Zensur stattfinden, da es sonst zu viele Reize wären, die wir aufnehmen. Stell dir vor, was alles rund um dich geschieht. Du musst immer aussortieren. Du musst immer gewisse Reize und Sinneseindrücke ausblenden. Sonst würde man ja verrückt werden, wenn man alles, was auf einen einströmt, alle Geräusche, alle Gerüche, alle Gespräche, die Leute rundherum führen, was jeder rundherum so tut, wenn man eben spazieren geht oder in einer Menschenmenge ist oder sogar wenn du alleine in deinem Zimmer sitzt, das sind immer irgendwelche Anregungen, die auch da sind. Deine Augen nehmen sehr viele Informationen wahr. Das Gehirn hat die Aufgabe, auszusortieren, zu fokussieren, was ist jetzt wichtig. Und das wird weitergeleitet
Alles andere wird ausgeblendet. Und hier ist die Aufforderung, sich jetzt noch einmal mehr dieser Ruhe zu widmen, den Eindrücken, die hereinkommen, nicht nur das analytische Wissen, zum Beispiel das Wort, das geschriebene Wort, wenn du jetzt eine Nachricht liest, wenn du im Internet oder in den Medien, wo auch immer etwas hörst, etwas liest, nicht nur den Text oder das Wort zu beachten, sondern so wie zwischen den Zeilen zu lesen, hineinzuspüren, wenn jemand etwas sagt zu dir, zu spüren, ist es wahr, ist es stimmig? Das ist die Frage, die du dir stellen kannst und das ist die Fähigkeit, die jetzt immer mehr entwickelt wird. Und es ist immer wichtiger, wenn wir jetzt Merkur Uranus, die KI, also diese künstliche Intelligenz, die dafür steht, die immer stärker wird, die immer mehr eingesetzt wird, noch mit hinzunehmen. So ist es so, dass ja mittlerweile schon Videos gefaked werden können. Es spielt zum Beispiel jemand eine Szene ein, ein Interview, und durch die künstliche Intelligenz, durch diese Technik, ist es bereits möglich, das Gesicht von jemandem anderen draufzuspielen, mit Mundbewegung, mit Augenbewegung und so weiter. Das heißt, du hast als Zuschauer den Eindruck, diese gewisse Person sagt das jetzt in einem Interview. Es können einzelne Sätze, einzelne Wörter ausgetauscht werden, es kann die Mimik verändert werden. Und eben, das ist die große Gefahr und das ist das Neue jetzt auch. Man hat den Eindruck, die Person sagt das wirklich so. Da stellt sich die Frage, wie können wir das herausfinden, ob das jetzt real ist oder nicht real, ob wirklich diese Person das gesagt hat. Das kann ja weitreichende Folgen haben. Jetzt im politischen Sinne oder ja auch im gesellschaftspolitischen Sinne, sich eine Meinung zu machen, wo die Menschen da gleich anspringen drauf, das weitererzählen in der Form und es stimmt in Wirklichkeit gar nicht. Wir können also einerseits Recherche betreiben, um Behauptungen, die gemacht werden, in Sprache und Schrift, auch in Videos, zu überprüfen. Da wird man dann sehr oft fündig, dass es eben diese Aussagen so nicht gibt oder manchmal ist schon eine Meldung da, die besagt, dass es sich um eine Fake-Nachricht handelt. Oder, beziehungsweise und, das ist die große Chance und Möglichkeit für uns, in dieses gefühlte Wissen mehr einzusteigen. In der kommenden Zeit wird es immer wichtiger, dass wir uns wieder auf unser Bauchgefühl verlassen. Das ist jetzt ein Eindruck, der kommt, den man nicht erklären kann, nicht beweisen kann, nicht gut argumentieren kann, aber es ist ein inneres, sicheres Gefühl, auf das man sich verlassen kann. Neptun, Merkur, das gefühlte Wissen, das Ahnungswissen, sich da wieder dran zu koppeln und Merkur im Zeichen Jungfrau wieder mehr Recherche zu machen und das zu überprüfen. Das wäre die positive Variante. Es gibt immer beide Seiten. Die negative Variante wäre, sich verwirren zu lassen. Neptun ist ja auch das Chaos und die Angst. Wenn Angst besteht, dann kann nicht zur gleichen Zeit Intuition und Vision geschehen. Das kann nebeneinander rein aus gehirntechnischen Gründen nicht funktionieren. Das heißt, je mehr Angst, desto weniger Bauchgefühl und je mehr Ahnungsvermögen, desto weniger Angst automatisch. Also haben wir somit auch schon ein Mittel gegen Angst, wieder mehr in dieses Vertrauen, ins Urvertrauen und ins Fühlen einzusteigen und wieder mehr diesen Ahnungen zu folgen. Das kannst du in ganz banalen Situationen machen, wo es jetzt nicht um viel geht, das zu trainieren, einfach die Hand auf den Bauch legen, mal ein paar Mal durchatmen, hineinspüren, wonach dir gerade ist, was du gerade wahrnimmst. Einfach wirklich nur ein paar Sekunden oder ein paar Minuten diese Übung zu machen, immer wieder und immer wieder. Die Regelmäßigkeit ist dabei wichtig, sodass du deinem System zu verstehen gibst, das ist jetzt wieder wichtig, das machen wir jetzt öfter und dann wird das automatisiert und wieder in Gang gebracht, denn diese größere, feinere Wahrnehmung ist jetzt kein Privileg irgendwelcher Erleuchteter, sondern das ist ein Geburtsrecht von uns allen. Wir haben alle den Neptun im Horoskop und wir haben alle diese spürige Komponente und die wollen wir wieder mehr aktivieren, neben der Recherche hier. Gedanken von Menschen bzw. das menschliche Gehirn kann sehr leicht beeinflusst werden. Das zeigen ja viele Studien, viele Psychologie-Experimente, die es gibt, inwieweit Erinnerungen gefälscht oder verfälscht werden können. Die Gedanken können sehr leicht manipuliert werden. Und ein Phänomen wurde als Mandela-Effekt bezeichnet.
Aufgrund der Tatsache, dass Nelson Mandela für tot erklärt wurde. Es wurde die Information verlautbart, dass er im Gefängnis verstorben sei, was überhaupt nicht der Wahrheit entsprochen hat. Und dieses Gerücht hat sich aber so lange gehalten, über 20 Jahre lang, dass als Mandela dann wirklich verstorben ist, 23 Jahre nach seinem Fake-Tod, viele Menschen überzeugt davon waren, dass der doch schon lange, lange Zeit tot ist, obwohl er in der Zwischenzeit Präsident von Südafrika war. Daher wurde dieser Effekt, der natürlich öfter auftritt, sich falsch zu erinnern, das über Jahre. Und da das so markant war, dieses Phänomen, wurde es eben nach seinem Namen benannt. Das Gehirn ist leicht auszutricksen, indem man eben falsche Aussagen immer wieder wiederholt, immer wieder durch die Medien oder auch durch Gespräche, die man miteinander führt, immer und immer wieder kaut. Und dann erscheinen sie irgendwann mal als real und als richtig und werden nach einiger Zeit auch dann so erinnert. Und man ist überzeugt, dass das auf diese Art und Weise geschehen ist, obwohl das vielleicht gar nicht der Wahrheit entspricht. Auch das Zeigen fälschlicher Bilder, das Stellen von Suggestivfragen und indem man Fakten aus den Zusammenhängen reißt und dann nur Teile darstellt und die etwas anders darstellt oder fraglich darstellt und das immer und immer wiederholt, das haben wir in den letzten Jahren ja auch sehr gut beobachten können, dass das dann eine Wirkung hat auf manche Menschen, die dann genau das glauben, was manipulativ behauptet wird. Je öfter man darüber spricht, desto stärker wird dann dieser Irrglaube, Tatsachen und Fakten verschwimmen. Und bei negativen Ereignissen entsteht so etwas wie ein Tunnelblick. Es wird sich fokussiert auf genau ein Detail und es wird alles andere übersehen. Alle Lösungsmöglichkeiten zum Beispiel, alle Wege, die es sonst noch gäbe. Und dadurch kommt es eben zu Erinnerungsverfälschung. Wichtig ist, dass wir jetzt die Zeit des rückläufigen Merkur nutzen, um diese Erinnerungen vielleicht noch einmal Revue passieren zu lassen. Das, was für dich wichtig ist, das, was für dein Leben wichtig ist. Und da nochmal Recherche zu betreiben. Ist es so, wie du es damals gemeint hast? Möchtest du das so weiterführen? Möchtest du was verändern? Kannst du in deinem Glaubenssystem etwas verändern, zum Beispiel, wenn es um negative Prägung geht, um den Glauben, dass etwas nicht funktioniert und geht? Und das ist ja das Hauptproblem, dass wir in unserer Erziehung und auch spätestens in der Schulzeit immer wieder hören, dass etwas nicht geht oder nur auf eine bestimmte Art und Weise geht. Und das wird Jahrzehnte und Jahrzehnte lang wiederholt, obwohl die Forschung ja schon wesentlich weiter ist, obwohl sich die Sichtweisen schon geändert haben. Das dauert ganz lange, das System ist träge, bis einmal neue Informationen hineinkommen. Und wir sind jetzt in einer neuen Zeit, Pluto ist bald im Wassermann. Es werden diese neuen Techniken und neuen Zugänge immer rascher und immer schneller publik und anwendbar. Das hat ja auch positive Auswirkungen, die können wir uns zunutze machen. Daher, jetzt, wenn Merkur rückläufig ist, dieses alte Denken, dieses ich kann es nicht, das geht nicht, das funktioniert nicht, das kann man nicht oder das kann ich nicht, das mal wirklich zu hinterfragen, ob es jetzt noch so ist. Du hast jetzt schon mehr Lebenserfahrung und oftmals bestimmen uns noch die Gedankenmuster der Kindheit. Es ist ja schon einige Zeit vergangen, wir haben viel Erfahrung gemacht und es hat sich auch die Außenwelt verändert. Die Möglichkeiten sind andere geworden. Wirklich noch einmal Bestandsaufnahme zu machen. Warum denn nicht? Warum denn bitte nicht? Warum soll das nicht gehen und funktionieren? Und das ist der Anfang, sich mal diese Frage zu stellen und dieses Gedankenmuster zu hinterfragen, um zu switchen, denn wir haben eine wunderbare Konstellation, die uns hier erwartet. Möchte dir das gerne zeigen. Also Merkur ist auf 21 Grad in der Position, dass er rückläufig wird. Das ist das R dabei, läuft jetzt zurück in Richtung 8 Grad. Und ich habe jetzt die Planeten entfernt, die nicht relevant sind für diesen Zeitraum der Rückläufigkeit. Und wir sehen uns an, welchen Weg geht Merkur und welche Chancen ergeben sich dadurch. Also Merkur, Uranus, Merkur, Neptun haben wir besprochen. Jetzt sehen wir uns den Weg weiter zurück an. Ab 2. September bis 6. September haben wir hier Merkur in einer harmonischen Verbindung zum Jupiter. Merkur Jupiter ist das große Wissen, ist das positive Denken, die Synthese, das Zusammenfügen von vielen Inhalten. Es fügt sich, was du dir vorstellst, was du denkst, die Macht der Gedanken, werden dir bewusst im positiven Sinne.
Und du kannst dein Denken ausdehnen. Du kannst richtig große Ziele, große Gedanken dir machen, große Pläne schmieden und in der Rückläufigkeit eben noch einmal diese Möglichkeiten mit einbauen in dein Denken, in deine Ziele, in deine Vorhaben, deine Projekte. Am 15. September abends dreht Merkur wieder um. Du siehst, das R ist jetzt verschwunden, läuft wieder in diese Richtung. In der Astrologie laufen die Planeten ja entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn. Und so läuft er wieder in diese Richtung und diese Aspekte wiederholen sich wieder. Und zwar von 22. September bis 26. September, wo Merkur nochmal und jetzt nicht in der Rückläufigkeit, sondern schon mit voller Kraft voraus in seinem eigenen Zeichen, im Tun und im Umsetzen dabei ist, das, was du reflektiert hast, in die Welt zu tragen. Die beste Möglichkeit in diesem Zeitraum, hier bis zum 26. September, das dann umzusetzen und in die Wirklichkeit, in deine Wirklichkeit zu bringen. Ende September ist Merkur dann wieder an der Position, wo er rückläufig wurde und ist wieder in Verbindung mit Uranus. Damit haben wir begonnen. Diese neuesten Informationen, auch verrückte Ideen im Sinne von verrückt, also nicht dem Mainstream entsprechend, nicht dem normalen, unter Anführungsstrichen, regulären Denken entsprechend, sondern neue Ideen, Neues, das in dir auftaucht, ganz andere Wege, die man beschreitet, die man geht. Das sind auch Versuche und Experimente, mal was Neues auszuprobieren. Und wenn auch nur gedanklich vorerst einmal, alle Informationen zu sammeln für dich, auch die für dich momentan nicht in Frage kommen, nimm alles mit dazu. Du kannst das später ja noch aussortieren und kürzen, aber jetzt wirklich mal, so wie beim Brainstorming, alle Ideen und Informationen und Möglichkeiten mit hineinnehmen in deine Auswahl, um dann aus der gesamten Fülle aussuchen und auswählen zu können, damit du dich gedanklich nicht selbst einschränkst und beschränkst und damit auch wirklich Neues entstehen kann. Wir sind jetzt in einer neuen Zeit. Diese neue Zeit braucht neues Denken, neue Art, mit Informationen umzugehen. Wenn du eine neue Art des Denkens und auch das bildhafte Denken noch mehr trainieren und kennenlernen möchtest, schau gerne auf meinen anderen Kanal Neurodings, die neurokreative Methode, die ich entwickelt habe, um genau dieses neue Denken anzustarten. Sieh dir gerne die Informationen dazu an. Vielleicht findest du ja Gefallen daran, das genau auf diese Art und Weise zu machen. In weiterer Folge wird Merkur dann in Kontakt kommen mit Neptun. Das ist Anfang Oktober der Fall, wo dieses bildhafte Denken nochmal Thema ist und integriert werden kann, beziehungsweise auf der anderen Seite man nochmal mit Ängsten konfrontiert wird, wieder mit Zweifel, kann das denn sein, kann das stimmen? Das Wichtigste ist, dass du im positiven Denken bleibst, denn die Macht der Gedanken ist sehr, sehr groß. Ich werde noch einige Videos dazu machen. Wir nehmen uns da dann auch noch die Pluto-Themen mit dazu. Das ist jetzt das Credo der Zeit, zu verinnerlichen und zu verstehen mit Uranus, Jupiter und Neptun, Einwirkung auf den Merkur, zu wissen und zu fühlen, dass die Macht der Gedanken eine große ist und dass Energie Gedanken folgt. Und das hast du in der Hand, egal was rundherum passiert, was du sprichst, was du liest, was du ansiehst, was du hörst, was du weitergibst, das liegt ganz in deiner Hand. Und je mehr von uns sich Gedanken darüber machen, was wir denken, was wir in unser Leben holen, was wir für möglich halten, umso mehr wird unsere Realität im Außen sich danach ausrichten. Und das wird spannend. Sich auf sich selbst wieder zu fokussieren, nämlich auf den inneren Kern, die Selbstliebe wieder zu aktivieren, das Selbstbewusstsein und daraus aus der inneren Kraft, inneren Macht zu schöpfen. Das kannst du einfach tun, indem du dein Geburtshoroskop hernimmst. Du hast dann auch eine Häusereinteilung, die schalte ich gleich dazu. Du könntest dir, wenn du möchtest, diesen Bereich markieren, und zwar von 21 Grad Jungfrau zurückgehend auf 8 Grad, also diese Spanne zwischen 8 Grad und 21 Grad dir einzuzeichnen. Und danach zu sehen, in welche Häuser oder in welches Haus, es kann eines sein oder es können zwei sein, fällt denn dieser Weg von Merkur in deinem Geburtshoroskop?
Das Haus ist ja immer der Lebensbereich, wo sich etwas auswirkt. Und nachdem du jetzt weißt, was Merkur anregt, vom Prinzip her kannst du es kombinieren mit dem Lebensbereich, wo Merkur bei dir durchläuft. In diesen Bereichen geht es darum, die eigenen Gedanken oder Informationen, die Ziele, die Pläne, alles, was du umsetzen möchtest, wie du dich ausdrücken möchtest, nochmal zu reflektieren, nochmal zu überprüfen, dir auch Informationen von diesen Lebensbereichen einfach dazu zu holen, dich zu fokussieren darauf, dich zu konzentrieren. Rückläufigkeit ist immer in sich gehen, etwas zu überarbeiten und wenn Merkur dann wieder direktläufig wird, ins Außen zu gehen, in die Umsetzung zu gehen, dann kannst du dieses Wissen, das du hier generiert hast, mit dazu nehmen, für dich selbst nützen. Ich stelle dir hier eine kleine Liste hinein, was Merkur im jeweiligen Haus bedeutet und würde mich sehr freuen, wenn du mir Rückmeldung, Feedback geben würdest im Kommentar, in welcher Form du diese Informationen, die ich dir gegeben habe, jetzt umsetzen kannst, nützen kannst, was ist wichtig für dich und halte einfach das Video kurz an, wenn du hier noch weiter diese Liste dir ansehen möchtest und vergleichen möchtest mit deinem Horoskop und dann kannst du ja das Video wieder weiter ansehen. Eine Möglichkeit ist es, die Astrogeografie dazu zu nehmen. Und diese Möglichkeit heißt Orteastrologie. Hier wird das Horoskop direkt mit Mittelpunkt Geburtsort auf die Karte aufgetragen und die Planetenlinien, so wie sie im Geburtshoroskop sind, ins Gegenüber verlängert. Ich habe darüber auch schon ein Video gemacht. Das verlinke ich dir gerne in der Videobeschreibung. Die findest du unter dem Video, wenn du im Text auf Mehr klickst. Und auch am Ende des Videos werde ich es verlinken. Und durch diese Grafik kannst du feststellen, wo in der Nähe sind denn Orte, die du aufsuchen kannst, bezüglich Merkurlinie zu stärken. Und die anderen Planetenlinien habe ich jetzt entfernt. Übrig bleibt die Merkurlinie, die ausgehend vom Geburtsort meines Klienten in diese Richtung verläuft und wo er sich auch im näheren Umfeld Regionen suchen kann, dort einen Ausflug hinmachen kann, sich bewusst hinbegeben kann, um die Merkurqualitäten zu aktivieren. Es geht um Denken, es geht um etwas Interessantes zu erfahren, es geht um Gespräche, etwas lesen, etwas erfassen, sich nochmal mit den eigenen Plänen zu befassen. Und das sind diese Orte direkt an der eigenen Merkurlinie noch einmal hilfreicher, als wenn man irgendwelche Orte aufsucht. Die Analyse in Bezug auf Orteastrologie, nicht nur Merkur, sondern natürlich alle Planeten plus die weltweite Auswertung gibt es schriftlich oder auch in einer persönlichen Beratung, wo dann auch die Zeitqualität mit einbezogen wird. Und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es eine Karte der Orteastrologie, die Merkurlinie, die ich dir gerne zusende für deinen Geburtsort und, wenn sich der unterscheidet, für deinen Wohnort. Wenn du mitmachen möchtest und diese Karten für dich erhalten möchtest, die Frage für dieses Gewinnspiel lautet, welcher Planet steht in meinem Horoskop in starker und enger Verbindung mit meinem Merkur? Es ist jetzt ein Ratespiel, du kannst es nicht wissen, du kannst es raten. Da geht es wieder um die Intuition, da dich zu befragen. Es gibt ja insgesamt 10 Planeten, einer davon ist der Merkur. Und welcher der übrigen Planeten, also einer ist es, welcher Planet steht in Verbindung in meinem Geburtshoroskop mit meinem Merkur? Das ist die Frage. Wenn du mitmachen möchtest, schreibe einfach einen Kommentar, Hashtag Gewinn, also zusammengeschrieben, dann kann ich das leichter erkennen, dass es ums Gewinnspiel geht, dann Leertaste und dann schreibst du einfach den Planeten hinein, von dem du glaubst, dass der in starker Verbindung mit meinem Merkur in meinem Geburtshoroskop steht. Alle, die es richtig erraten, kommen in den Lostopf. Ich werde die Gewinnerin oder den Gewinner verständigen, hier über die Kommentare kontaktieren, sodass wir dann die Daten über E-Mail austauschen können. Abgesehen davon freue ich mich über deinen Kommentar, deine Gedanken zu dem Thema des Videos. Es folgen noch weitere interessante Videos. Wenn du den Kanal abonniert hast und die Glocke gedrückt, wirst du immer informiert, wenn das nächste Video kommt. Bis dann, alles Gute, Silvia von AstroDings.